Hallo und herzlich willkommen auf deinem Kanal Kunst und Äußerchen. Heute beschäftigen wir uns, oder heute malen wir, ein Marienkäfer. Ja, es ist nicht allzu schwere Aufgabe, aber trotzdem sehr interessant, um zu üben, um zu sehen, wie das funktioniert. Also, wir fangen wie immer erstmal mit unserer kleinen Skizze. Wir nehmen so leichte Grautöne, damit wir unsere Skizze ein bisschen mal vorzeichnen können. Ja, und da skizzieren wir uns erstmal unseren kleinen Hummel. Machen wir ein bisschen heller, damit Marienkäfer. Ja, den machen wir in so einer leichten Dreiviertelsicht, ne? Also dass wir das nicht von vorne sehen, sondern so leicht von der Seite, ja, und skizzieren uns erstmal sozusagen den Marienkäfer. Ja, erstmal nur den Marienkäfer, den Panzerchen, also hier der Oberteil, dann hier der zweite Teil, also hier, da wo der Panzer ist. Da, wo der Kopf ist und da, wo unser Maul ist. So, dann die Füßchen. Wie gesagt, das ist erst eine ganz leichte Skizze. Ja, alles andere können wir dann später anpassen, wenn wir mit der Farbe drauf gehen. Ja, bei der Skizze zum Beispiel, achte mal drauf auf die Abstände oder wie du das in eine gewisse Form umwandeln kannst. Zum Beispiel hier vorne an den Panzerkörper, wie auch immer, haben wir so eine Form. Ja, man sieht es, wie diese Form ist. Dann weiß ich ungefähr, wo das ist. Dann haben wir einen zweiten Teil von dem Panzer. Das ist diese Form. Ja, denke mal weg. Zum Beispiel diese Seite, wenn man die wegdenkt, ja, die Seite wegdenkt und nur sich auf diese Form konzentriert, ne? Also das ist, wenn man jetzt alles abdeckt, haben wir nur hier diese Form, ja. Ich will gucken, ob ich das auf Video besser sehe oder ich mache mal ein bisschen heller mit Absicht. Also das ist jetzt nur, damit du es besser sehen kannst, hier diese Form. Ich hoffe, das kann man jetzt besser erkennen. Ja, dann denkt man nur diese Form. Das heißt, wenn du eine Vorlage hast, was ich dir empfehle, auf jeden Fall eine Vorlage, oder du nimmst das Video, also das Bild, wenn es zu Ende ist, als Vorlage. Ja, und dann achtest du mal nur auf diese Form, dann den zweiten Teil, das heißt, hier ist die Mitte von dem Panzer oder dem Körper, dann guckst du nur diese Form. Und dann genau das gleiche, was wir hier haben, nur diese Form. Achte auf die Ecken, das heißt hier die Rundung, ne? Und die Rundung, ja, dass das kürzer ist, dass länger ist, ja. Genau das gleiche hier vorne, ja, also kannst du sozusagen hier diese Linie, das ist die Mittellinie von dem Körper. Die ziehen wir bis zum Ende und dann weißt du, wie diese Form ist, ja, und wie diese Form ist, ja, und dann haben wir, hier läuft die Mitte weiter, dann haben wir hier eine kleine Ecke und hier eine kleine Ecke, ja, und dann hier den Schnabel oder die Schnauze von den Marienkäfer. Ja, achte mal bitte auf die Formen. Also wenn du vorzeichnest oder eine Zeichnung hast, versuch mal es in Form aufzubauen. Ja? Ich mache mal mit Absicht jetzt mit der Farben, damit du nochmal die zur Not auf Stopp drücken kannst und die einzelnen Formen mit deiner Zeichnung vergleichen kannst. Ja, das heißt hier eine, die andere mache ich mal mit Absicht einen anderen Rotton. Das ist halt
die zweite, ne, achte, wie die Linien sind, wo die enden und so weiter. Hier mache ich mit der Schwarzfarbe, ich weiß nicht, ob man es auf Schwarz nochmal sehen kann. Hier eine, hier etwas kleiner und die noch kleiner da drauf. Ja? Wie gesagt, das sind die ersten Skizzen, die wir haben. Falls dich das interessiert und du sagst, okay, ich will mal tiefer in die Materie rein, dann sehr gerne einen Kommentar da lassen. Ja, und dann machen wir, was die Zeichnungen angeht, mal ein detaillierteres Video dazu. So, jetzt gehen wir an die Farben. So, wir haben zuerst den Panzer an sich, ne? Das heißt, der ist rot. Wir gehen erstmal mit nicht allzu viel Farbe, nur ganz wenig Farbe, so dass man erstmal die Grundfarbe sozusagen drauf ist. Aber wir gehen schon mal mit der Form. Das heißt, wir haben hier eine Rundung. Das heißt, der Panzer ist ja so, ne? Also der Körper von dem ist ja rund, ja. Und das heißt, wir gehen auch mit der Farbe schon mit der Rundung da rein, ja, das heißt, unsere Pinselbewegung ist rund. Die nehmen die Rundung mit dem Panzer oder mit dem Körper. Ich weiß nicht, wie das genau heißt. Falls du es weißt, kannst du mir sehr gerne in den Kommentar schreiben, wie der Oberkörper von einem Marienkäfer heißt, die es macht mit den Dingen. Dann haben wir den oberen Teil von dem Panzer oder hier der Körper. Das ist schwarz, da gehen wir auch, wenn es auch schwarz auf schwarz ist, trotzdem mit der Rundung da rein. Genauso wie der untere Teil, auch mit der Rundung. Und hier den Körperchen an dem Ganzen. Ja? Und dann fangen wir an mit ein bisschen Lichtern. Das heißt, der obere Teil hier oben ist ja ganz hell. Ja? Das heißt, hier fällt unser Licht drauf. Und das bricht sich so nach unten. Das heißt, hier leuchtet es, ne? Und nach da wird es dunkler. Dunkler machen wir mit vielleicht ein bisschen Blau mit da rein, ganz bisschen Schwarz. Und machen wir den unteren Teil dunkel. Das heißt, hier dunkel und da wird heller, 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 ganz hell. Und dann wieder dunkler nach da. Ja? So, dass wir einen Verlauf haben von hell. Ja, das heißt, da, wo es unser Licht reinfällt und dann auf dunkler nach unten. Ja, also hier hell und dann da dunkler nach unten. Ja, ich hoffe, das ist verständlich. Falls nicht, bitte ich um bitte um die Kommentare, damit wir unsere Videos auch besser machen können, indem ich sage, okay, es war klar oder es war nicht so klar. Einfach kurz in den Kommentar schreiben, sodass wir dann auch alles einigermaßen verständlich sagen, weil für uns oder für mich ist allgemein ist halt verständlich, weil ich das schon mehrmals gemacht habe, aber für denjenigen, der das gerade das erste Mal macht, ist das nicht so verständlich. Ja. Also, falls es nicht so verständlich ist, bitte in den Kommentar schreiben. So, dann haben wir unsere Linie, die verläuft von da nach da, da wo der Panzer oder die Flügel, das sind glaube ich die Flügel von dem Marienkäfer, die sich trennen. Das wäre die Seite. Und da machen wir wieder da, wo unser Licht reinfallen wird, richtig, richtig hell. Noch nicht allzu viel Farbe. Ja, leicht verwischen, nicht allzu viel Farbe. Das heißt, auf dem Pinsel nicht allzu viel Farbe. Ja, das Licht ein bisschen verwischen. Da fällt hier ein bisschen Licht. Ja, so dass das schön rund wird, ja. Das heißt, hier die Seiten dunkler und auch wieder schön mit der Form da rein. Die Seite ein bisschen dunkler mit der Form da rein. So, das Gleiche haben wir auch hier. Das heißt, hier der Panzer oder der Oberteil und Oberkörper von der Hummel. Von Marienkäfer. Und das heißt, hier, da wo unser Licht ist, auch hier wird es heller. Mein Helles mache ich aus Blau, Weiß ein bisschen Blau, sodass es nicht einfach nur ein weißes Ding ist, weißer Fleck ist. Hier wird es ein bisschen heller. Und das geht ja genauso weiter. Das heißt, Licht geht hier weiter, wird auch ein bisschen heller. So wie hier
auf dem Schnabel oder auf der Schnauze oder auf der ja, Mundpartie von einer Marienkäfer wird es auch hell. Ja? Dann haben wir so ein paar helle Stellen. Das sind jetzt keine Lichter, sondern die Farbe von der auf dem Panzer oder auf dem Flügel. Das ist ein weißer Fleck hier, ein weißer Fleck da. Und auch hier an einem Teil. Wichtig auch Meterform. Guck mal genau, was für eine Form, das heißt also, welche Rundungen es gibt, ja, bis wohin die verlaufen, weil das ist sehr, 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 sehr wichtig, damit man es auch dann maßstabgetreu aufnehmen kann, weil das macht es dann aus. Also wir meinen jetzt mit der weißen Farbe jetzt nicht die Lichter, sondern wirklich die Pigmente oder die Farbgebung oder die Farben, die auf dem Panzer oder auf dem Flügel sind, also wirklich die Farben. So, dann hat natürlich Marienkäferchen auch Punkte. Auch die Punkte, guck genau, dass das nicht einfach rund ist, sondern mit dem Körper gehen. Ja, das heißt, dieser Punkt, der eigentlich rund ist, wenn man da drauf oben drauf guckt. Aber wenn man so seitlich jetzt anguckt, der hat so eine leichte Biegung. Ne? Das heißt, hier eine Biegung und da eine Biegung. Genauso wie hier der Punkt, der ist nicht einfach rund wie rund, wenn man da drauf guckt, sondern leichter oval, weil es mit dem Körper geht. Ja? Das heißt, der Punkt allgemein auch so leicht nach unten. Hier haben wir so ein kleines Pünktchen in dem Ganzen da drauf. Ja? So, jetzt haben wir schon mal die erste Schicht sozusagen fertig. Ja? Und dann später gehen wir so ein bisschen noch in die Details. So, bevor wir jetzt die Füßchen malen, das heißt, hier werden unsere Füßchen sein. Bevor wir die malen, brauchen wir erstmal einen Hintergrund. Da wir Rot haben, würde Blau oder alles, was mit Blau zu tun hat, zum Beispiel auch Grün, dunkles Grün, würde sehr, sehr gut zu unserem Hintergrund passen. Deswegen machen wir das Ganze so ein leichtes grünen Touch. Ja, hier kann man wieder mit der Farbe so die richtigen Konturen finden, ja. Also erstmal einen grünen Ton. Später machen wir auch so einen leichten Verlauf und Schattierung da drauf, ne. Also mach es nicht zu eintönig, dass es nur aus einem Ton besteht. Das heißt, unser Grün mischen wir aus Blau, Blau und Gelb, und deswegen kann irgendwo ein bisschen mehr Blau sein. Auch irgendwo ein bisschen mehr Gelb, das ist nicht so eine langweilige Tönung oder ein langweiliger Hintergrund wird. Ja, und da kann man jetzt schon ein bisschen so drauf achten, das ist jetzt aber nicht so wichtig, aber trotzdem kann man schon machen, dass man so vielleicht einen leichten Verlauf hat, dass man da eher einen hellen Ton geht und hier eher in dunklen Ton geht. Ja. Und da, bevor wir die Füßchen machen, machen wir erstmal den Hintergrund, weil die Füße werden ja auf dem Hintergrund sein, und diese kleinen Details, also kleine Füßchen dann auf den Hintergrund, wie zum Beispiel hier eine Umrandung zu lassen, ist halt schwieriger oder eher ungewöhnlich oder halt nicht so einfach. Und da würde zum Beispiel erstmal der Hintergrund passen und erst den Hintergrund und dann die Füßchen da drauf malen, ja, weil das ein einfacher ist, anstatt die um die Füßchen herum zu malen. Ja. Das ist wie mit der Hummel, wieso ich Hummel auf dem Kopf habe. Da hatten wir so Flügel gemalt, also erstmal Hintergrund und dann die Flügel da drauf. Ja, guck mal, auf dem Kanal haben wir ein Video von Hummel, und da kannst du das wunderbar sehen, was ich damit meine. So, dann nehmen wir ein bisschen kleineren Pinsel und gehen jetzt ein bisschen an die Details. Das heißt, da wo die Lichter sind, gehen wir jetzt ein bisschen dickere Farbe und setzen jetzt ein bisschen mehr Lichter, ja, und dann achten wir auf ein kleine Details, wie zum Beispiel hier die Flügel haben so einen Absatz, der etwas heller ist, ja, und dann daneben eine kleine dunkle Linie haben, ja, das heißt nicht, jetzt kannst du etwas dicker die Farbe nehmen, ja, und mit der
vorsichtig, ohne viel Druck, erstmal die Farben da drauf setzen. Ja, wie gesagt, ich halte meinen Pinsel mit zwei Fingerchen, so dass wir wirklich ohne viel Druck, ja, ohne viel Druck die Farbe hinterlassen kann. Auch hier, zum Beispiel hier wird eine helle Linie sein, also hier die helle Linie, die ist aber nicht so hell dahinter, weil das ist ja eine Rundung, geht ja auch in die Richtung, ja, der Panzer ist ja, oder die Flügel oder der Körper an sich ist ja so, wie so ein, ja, wie so ein Knopf, ja, und da geht es ja hier in die Richtung, das heißt, hier muss heller sein als da, weil da die Rundung geht ja nach da und das verliert sich an dem Licht. Das heißt, auch hier, wenn ich eine helle Linie setze, die muss heller sein als die da nach unten gehende Linie, ja, weil die im Ganzen hier etwas nach unten geht, ja, und dann geben wir noch mal eine rote Farbe, bisschen schwarze Farbe und setzen ein bisschen Farbe auf die andere Farbe, die so ein bisschen jetzt getrocknet ist. Da kann man jetzt die Farben da drauf setzen, aber immer schön darauf achten, hier oben auf der Fläche, da wo unser Licht ist, heller und nach da dunkler und nach da dunkler. Ja, das ist ein ganzes und immer schön mit der Form. Das heißt, geht ja in die Richtung. Das heißt, unser Pinsel wandert auch eher in die Richtung und hier in die Richtung. Ja, das meinen ganzen so da drauf. Man kann die Punkte, die man hat, ein bisschen unterstützen, indem man, wo man dunkel hat, ein bisschen hell drauf setzt. Ja, dass die Pünktchen sich ein bisschen noch abheben. Das sind aber jetzt eher so Dinge, die noch ein bisschen zu früh sind. Ja, also hier geht es wirklich nur um die Formfindung und den Ganzen ein bisschen ja, zu gestalten. Ja, also wir gehen noch nicht in die Details. Das heißt, wir sind noch ganz, ganz in der ersten Schichten. Ja, und sieht schon, kann man schon damit auch gut malen. Also das muss nicht unbedingt alles detailliert sein. Später, wenn wir Interesse von euch besteht, werden wir auch dann später mehr in die Details gehen, ne? Also falls du Interesse hast, mehr in die Details und detaillierter zu malen, dann kannst du sehr gerne einen Kommentar schreiben. Dann werden wir dann auch später eher detaillierte Videos dazu machen. Aber so in Ganzem, so dass man mit Umgang mit der Farbe lernt und überhaupt wie das Bild aufgebaut ist, würde das schon passen. So, jetzt brauchen wir natürlich noch ein paar Füßchen da drauf. Ja. Oder warte mal, wir machen mal ein bisschen anders. Dann nehmen wir ein bisschen dickeren Pinsel, ja, und setzen ein klein bisschen Schatten darunter. Das wird unser Schatten von dem Käferchen sein. Ganz, ganz bisschen. Und dann geben wir ein bisschen hellere Farbe jetzt auf den Hintergrund, wo es ein bisschen angetrocknet ist. Da können wir noch so ein paar hellere Akzente setzen. Ja, am besten da, wo es richtig dunkel ist, zum Beispiel hier an dem Körper. Da machen wir richtig hellere Akzente. Dann kommt der Marienkäfer nochmal richtig gut zur Geltung. Ja, dann haben wir im Ganzen so da drauf und jetzt können wir mit etwas dünneren Pinselchen die Füßchen und die Fühler setzen. Ja, das heißt, wir haben hier einen Fuß, was so in die Richtung geht. Dann haben wir ein kleines Füßchen da. Dann haben wir eins, zwei Fühlerchen und hier ein kleiner Fuß, der noch leicht zu sehen ist. Ja, und auch hier brauchen wir ein bisschen Licht auf den Füßen, dass es nicht einfach dunkel ist, sondern ein paar hellere Linien da drauf. So, im Grunde gesehen sind wir damit fertig. Ja, wie gesagt, immer schön darauf achten, wo die Lichter sind, mit der Form gehen und ja, so im Ganzen ist es soweit. Vielen Dank für deine Geduld und für dein Interesse an unseren Videos. Ja, falls dir gefallen hat, natürlich Daumen hoch geben. Ja, falls du Ideen hast oder noch irgendwas hast, ne, wenn es zu schnell ist, wenn es zu unverständlich ist, schreib einfach in den Kommentar und wir werden uns drum kümmern. Sonst sehen wir uns beim nächsten Türchen.